Beim letzten Mal haben wir uns den Film Troll angeschaut. Heute geht's weiter mit der extrem aufwendig produzierten, sehr erfolgreichen Fortsetzung Troll 2 aus dem Jahr 1990. Wir schauen uns wie immer einen Trailer an und dann vertiefen wir uns ein bisschen in das Meisterwerk. You're late. I'm sorry we had a small mishap. Here are the keys. Here are ours. Have a nice stay in Milbar. You and our city. Still telling the same story, Josh? Powers of evil are very strong here. I must leave. Goblins don't exist. Goblins don't exist. And remember, open the car, Dad, I'm sick! They're eating her! So they're going to eat me! So dizzy. Okay, Troll 2 ist eine italienisch-amerikanische Koproduktion eben aus dem Jahr 1990 und hat absolut nichts mit Troll zum da. Der Name ist nur gewählt worden, weil man sich dadurch ein bisschen einen größeren Erfolg versprochen hat. Eigentlich sollte der Film Goblin heißen. Die Handlung ist soweit extrem einfach. Es geht um die Familie Waits. Die beschließen, dass Ferien machen, zu dem Zweck fahren sie in eine abgelegene Farmgemeinde, die heißt Nilbock, und wollen da ganz einfach einmal ausspannen und das ländliche Leben sozusagen von vor 100 Jahren genießen. Dummerweise besteht Nilbock eigentlich komplett aus Goblins, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Familie zu jagen und aufzuessen. Zu dem Zweck müssen sie es aber erst umwandeln, da Goblins nämlich allesamt Vegetarier sind, müssen sie die Opfer erst in Pflanzen umwandeln. Dazu müssen die Opfer in den Nilbock irgendwas essen. Das ist meistens irgendein grüner Schleim, irgendetwas Auffälliges die ganze Zeit, wo ich persönlich mir sagen würde, in Gottes Namen, das leuchtet grün, das rieche ich im Leben nicht an. Dann verwandeln sie sich in so einen Pflanzenschleim sozusagen und der wird nachher von den Goblins vor Ort konsumiert. Wobei, Essen ist da auch ein bisschen ein komisches Wort, weil normalerweise schnappen sie sich ganz einfach gerade den Bart und schmieren sie sich um den Mund um, weil die Latexmasken so billig sind, dass der Mund nicht irgendwie bewegt werden kann oder so, also dann sind sie mit dem Essen schwer. Sohn Joshua steht der ganzen Reise und dem Dorf Nilbock von Anfang an skeptisch gegenüber. Er ist nachher der Erste, der auf die Gefahr draufkommt. Natürlich glaubt er am Anfang keiner, dann passieren gewisse Sachen im Film über und am Ende werden nachher die ganze Familie, wie gesagt, eben von so einem mobartigen Goblinhaufen gejagt, allen voran von der Goblin-Königin. Troll 2 wird von vielen Leuten als schlechtester Film aller Zeiten sozusagen eingestuft. Und das ganz einfach aufgrund seiner ultra billigen Machart und zwar in jeder gerade erdenklichen Hinsicht. Das fängt eigentlich schon bei den Darstellern an. Ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, weil keiner der Darsteller im Film eigentlich ein Schauspieler gewesen ist. Das sind mehr oder weniger alles Leute aus normalen Berufen gewesen, die über eine Zeitungsannonce kurz vor Drehbeginn sozusagen zusammengetrommelt worden ist. Beispielsweise der Vater, der Michael Waits, gespielt von George Hardy. Der ist Zahnarzt. Es gibt auch viele Leute in der Produktion, die haben danach nie wieder einen Film gemacht. Dementsprechend hat man sich natürlich Gehälter gespart auf die Art und Weise und die Kosten nur weitaus niedriger halten können, als wie sie ohnehin schon gewesen sind, denn der Film war anscheinend grandios unterfinanziert. Dahingehend kann ich ja kaum der Darsteller irgendeinen Vorwurf machen, dass er schlecht gespielt hat, weil sie es ja eigentlich allesamt auch nicht kennen. Also von dem her ist es eigentlich eine spaßige Angelegenheit, weil man ganz einfach sieht, okay, das sind alles Laien. Sehr
gut in der Hinsicht gefällt mir die Goblin-Königin, das ist die Deborah Reed. Und ich muss sagen, die hat das anscheinend als einzige so ziemlich verstanden, dass sie da in einer Billigproduktion als Laiendarstellerin umgestellt worden ist, weil die chargiert ihre Rolle so wunderbar. Die ist so dermaßen beim Overacten mit der ganzen Mimik, mit der Körpersprache. Das ist ein Fest zum Zuschauen. Das ist die Darstellerin im Film, die mir eigentlich am meisten gefällt. Natürlich, der George Hardy hat einen gewissen Kultfaktor für gewisse Szenen. Und er hat da sozusagen auch seinen Kultstatus ein bisschen angekriegt, der auch gut passt. Die Goblin-Königin gefällt mir aber nur um einiges besser. Was den Sohn betrifft, an Joshua Waits, gespielt von Michael Stevens, ne, muss ich sagen, vergleich ihn mit dem Mädchen aus Troll, wo ich gesagt habe, das ist, also die geht auch extrem auf die Nerven. Sind das nochmal ganz andere Welt, ne? Der ist nochmal ein ganzes Stück unsympathischer, weil jedes Mal, wenn der einen Mund aufmacht, filmen sozusagen in einer totale Aufsehgesicht, das verzieht er ohne Ende und da merkst du eigentlich gerade nur reinschlagen. Aber gut, lassen wir das ganz einfach einmal und haken die Darsteller einfach einmal als Laiendarsteller ab. Was ich phänomenal finde, ist die Ausstattung, und da rede ich jetzt von Kostüme und Masken. Für das war eine Softporno-Darstellerin verantwortlich aus den 70er Jahren, und zwar die Laura Gemser. Die hat, wie gesagt, in die 70er und Anfang 80er hat die tonnenweise Softpornos gespielt und hat sie nachher Mitte der 80er eben so eher auf Kostümbildner und so weiter ganz einfach verlegt und hat da eben mitgemacht auch. Und da sieht man auch wieder, dass die Produktion unter extrem wenig Budget gelitten hat. Die Kostüme bestehen im Prinzip gerade aus, ja, ich sage jetzt einmal, eingeschnittenen und zusammengenähten Kartoffelsäcken. Und die Goblin-Masken sehen wirklich jenseits von Gut und Böse. Teilweise kommt es mir so vor, dass gewisse Masken ganz einfach im Dutzend billiger eingekauft haben, weil man immer wieder die gleichen Masken sieht. Und das ist wirklich grausam. Also wie gesagt, irgendwie Mimik oder so ist absolut nicht möglich. Teilweise sieht man auch nur die menschlichen Augen und teilweise auch nur die menschliche Mundpartie hinter Zähnen, weil die Masken ganz einfach nicht gepasst haben. Also das ist wirklich unglaublich dilettantisch gemacht, aber auch das tragt zum Kultstatus vom Film ganz einfach bei. Das also ziemlich alles andere an dem Film, ja, ich sage jetzt ganz einfach mal, grausam ist, glaube ich, muss ich jetzt nicht weiters erwähnen. Ich wusste aber trotzdem nicht hergehen und sagen, dass Troll 2 jetzt irgendwie so der schlechteste Film aller Zeiten oder so ist. Da gibt es nur ganz andere. Troll 2 ist ganz einfach extrem dilettantisch gemacht. Und zwar die komplette Produktion, also wirklich von vorn bis hinten. Es hat auch extrem große Verständigungsprobleme gegeben, weil der Regisseur gerade Italienisch gesprochen hat und die Darsteller eben absolut keine Ahnung gehabt haben, was der eigentlich von einer wollte. Das fließt nachher mit Sicherheit nur in die schlechte darstellerische Leistung mit rein. Und die Darsteller haben anscheinend auch nie irgendwie ein fertiges Drehbuch gesehen. Also das ist eine extreme Chaosproduktion gewesen und das sieht man im Film ganz einfach auch an. Ich möchte aber nicht abstreiten, dass der Film sehr viel Spaß macht. Wie gesagt, man kann sich bei dem Film wirklich über sehr viel lustig machen. Abgesehen davon hat der Film halt einen ziemlichen Kultstatus in gewissen Fangruppen. Die veranstalten Partys zu dem Film, so richtige Happenings und Festivals. Prinzipiell muss ich sagen, der Film Troll 2, wie gesagt, ist ganz einfach grauenhaft gemacht. Also wirklich billigst unterste Schubladen. Aber ich habe sehr viel Spaß mit dem Film gehabt. Ich komme über sehr viele Szenen grandios belustigen. Die Darsteller machen es innerhalb ihrer doch sehr beschränkten Möglichkeiten eigentlich auch ganz, ganz lustig. Da sind ein Haufen spaßiger Szenen dabei. Die deutsche Synchro-Fassung ist jetzt halt auch nicht unbedingt stimmlich die beste. Also da sind nachher auch nochmal ein paar unfreiwillig komische Lacher mit an Bord. Deswegen darf ich ganz einfach sagen, wusste die Troll 2 nie als schlechtesten Film aller Zeiten oder einer der schlechtesten Filme aller Zeiten jetzt halt, irgendwie einstufen. Da gibt es nur ganz andere Kaliber. Denn der Film hat wenigstens einen Haufen komischer Elemente, wo man lachen kann, auch wenn die Komik sehr unfreiwillig passiert ist.